Hallo zu Einfach Thermomix. Wir machen heute ein All-in-One-Gericht und zwar auf 3 Etagen sozusagen. Alles gleichzeitig im Thermomix und dann machen wir leckere Shrimps-Lachsspieße mit Spinatkartoffeln. Das Rezept ist aus dem Thermomix-Magazin. Ihr findet es natürlich aber auch auf Cookidoo und ich finde, es sieht sehr, sehr lecker aus. Deswegen würde ich sagen, lass uns loslegen. Für die Shrimps-Lachsspieße braucht ihr Petersilie, Sonnenblumenöl, Zitronensaft, Honig, Sojasauce, Sambal Ölek, Senf, Lachsfilet und Shrimps. Für die Spinatkartoffeln braucht ihr Wasser, Kartoffeln, Tiefkühlblattspinat, Ingwer, eine Knoblauchzehe, Sonnenblumenöl, Milch, Salz und Pfeffer. Zuallererst müssen wir den Varoma-Einlegebohnen mit Backpapier belegen. Dazu lege ich ihn einmal verkehrt rum aufs Backpapier und dann ziehe ich mit einem Stift außenrum die Linie nach. Dann schneide ich es aus und lege es so in den Varoma-Einlegebohnen rein. Wichtig ist, dass die Schlitze am Boden bedeckt sind, weil der Fisch verliert auch ein bisschen Wasser und wir wollen nicht, dass es durchrinnt. Von daher achtet einfach darauf, dass das Backpapier ein bisschen weiter hoch geht am Rand. So, das ist jetzt perfekt. Jetzt geht's weiter. Jetzt brauchen wir einen halben Bund Petersilie ohne Stiele. Die gebe ich in den Mixtopf. Und dann zerkleinere ich die Petersilie für 3 Sekunden auf Stufe 8. Die zerkleinerte Petersilie schiebe ich jetzt mal mit dem Spatel nach unten. Oh, das riecht aber echt schon gut. Dazu gebe ich jetzt 50 Gramm Sonnenblumenöl. Außerdem brauchen wir noch 20 Gramm Zitronensaft. Und ein Esslöffel Honig kommt noch rein. Und jetzt, natürlich ganz wichtig, 30 Gramm Sojasauce. Es mutet ein bisschen asiatisch an. Jetzt wird es ein bisschen scharf. Und zwar nehmen wir einen Teelöffel Sambal Ölek. Oder wer es ganz scharf mag, kann auch ein bisschen mehr nehmen. Dann geben wir noch 1,5 Teelöffel Senf dazu. Und dann jetzt alles für 5 Sekunden auf Stufe 5 vermischen. Die Marinade fülle ich jetzt erstmal in eine Schüssel um. Also die Schüssel sollte ca. 1,5 Liter fassen, weil da kommt jetzt einiges rein. Dann mache ich den Thermomix wieder zu und stelle die Schüssel auf den Mixtopfdeckel drauf. Perfekt, jetzt können wir da nämlich unseren Fisch einwiegen. Ich gebe jetzt zuerst mal 400 Gramm Lachsfilet da in die Schüssel rein. Den habe ich schon gewürfelt. Und dann gebe ich noch 200 Gramm Shrimps zur Marinade. Jetzt haben wir alles eingewogen, jetzt kann ich die Schüssel wieder runternehmen. Und jetzt vermische ich den Fisch mit der Marinade. Das mache ich einfach mit dem Spatel. Njam, 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 njam. Oh, das sieht aber jetzt geil aus, oder? Jetzt kommen die Spieße zum Einsatz und ihr gebt einfach immer einen Lachswürfel und einen Shrimp auf den Spieß. Und das legt ihr dann auf den Varoma-Einlegeboden. Das ist so yummy. Ich habe übrigens, kleiner Tipp, die Holzspieße vorher, so 30 Minuten vorher, in Wasser eingelegt. Dann haben sie sich nämlich vollgesogen und ziehen dann nachher nicht das Wasser vom Fisch und dann lässt sich der Fisch viel besser lösen. So, ich glaube, das reicht auch. Jetzt habe ich noch ein bisschen Marinade übrig. Das ist perfekt. Die streiche ich jetzt einfach nochmal über den Einlegeboden drüber. Und wir haben ja dafür gesorgt, dass das Backpapier so weit hoch geht, dass die Schlitze am Boden auch bedeckt sind. Und das heißt, da kann dann super gut gleich eine Marinade entstehen. Also das sieht ja schon mal göttlich aus. Jetzt geht's weiter mit dem Mixtopf. Und zwar geben wir 750 Gramm Wasser rein. In den Varoma-Behälter geben wir jetzt 1000 Gramm Kartoffeln. Die werde ich jetzt erstmal schälen und dann brauchen wir so ungefähr 2 cm große Würfel. Jetzt würfeln wir. Jetzt verschließe ich den Varoma und gare die Kartoffeln für 20 Minuten auf Varoma. Alles ganz cool, hier sieht man nochmal in einzelnen Schritten, in Bildern, wie das Rezept funktioniert. Das ist auch nochmal schön übersichtlich. Jetzt nehme ich den Varoma ab und stelle ihn einmal zur Seite. Und jetzt machen wir den Spinat und dazu hänge ich den Gareinsatz in den Mixtopf rein. Und dann kommen in den Gareinsatz 200 Gramm TK-Spinat aufgetaut. Ein kleiner Hinweis, und zwar, wenn ihr den Spinat im tiefgekühlten Zustand kauft, dann verliert er Wasser, wenn ihr ihn auftaut. Und da rechnet man so ungefähr die Hälfte an Gewicht, die er verliert. Das heißt, man kauft ungefähr 400 Gramm Blattspinat und dann ist es jetzt im aufgetauten Zustand 200 Gramm. Dann lockere ich den Spinat ein bisschen auf mit dem Spatel. Dann kommt der Varoma-Behälter wieder auf den Mixtopf drauf.
Und jetzt müssen wir die Kartoffeln ein bisschen umschichten, damit sie auch von beiden Seiten gegart werden. Und außerdem lege ich jetzt gleich noch den Einlegeboden oben drauf. Und damit da auch wirklich genug Dampf hochkommt, mache ich so ein kleines Loch in der Mitte. Und dann lege ich noch den Einlegeboden mit den Spießen oben drauf und achte darauf, dass die Schlitze links und rechts frei sind, damit auch Dampf auf die Spieße gelangen kann. Und dann noch verschließen. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal 20 Minuten auf Varoma Stufe 1 garen. 20 Minuten sind vorbei, jetzt setze ich den Varoma ab. Und den Garansatz hole ich natürlich auch raus, das mache ich ganz elegant mit meinem Spatel. Also reinhaken. Den Mixtopf habe ich geleert und da gebe ich jetzt 10 Gramm Ingwer hinein. Den schäle ich einmal und dann schneide ich ihn in Scheiben und zwar gegen die Faser, damit er sich gleich besser zerkleinern lässt. Außerdem darf natürlich eine Knoblauchzehe nicht fehlen. Und den Knoblauch und den Ingwer zerkleinern wir jetzt für 5 Sekunden auf Stufe 8. Dann schiebe ich das mit dem Spatel nach unten. Dazu gebe ich jetzt 30 Gramm Sonnenblumenöl. Und das Ganze dünsten wir jetzt für 2 Minuten auf 120 Grad Stufe 1. Da gebe ich jetzt die gegarten Kartoffeln hinein. Wir machen jetzt das Stampf, Kartoffelstampf. Jetzt geben wir noch den gegarten Spinat dazu. Außerdem brauchen wir noch 200 Gramm Milch. Dann würze ich noch mit einem Teelöffel Salz und einem Viertel Teelöffel Pfeffer. Dann mache ich jetzt einmal zu, Deckel drauf und dann setze ich den Spatel ein und helfe mit, um das Ganze noch besser zu verrühren. Endlich ist der Moment gekommen. Jetzt darf ich probieren. Das ist eine Geschmacksexplosion. Es hat eine leichte Schärfe durch das Sambal Oelek. Ich schmecke auch den Ingwer raus, ich schmecke den Knoblauch. Das ist eine perfekte Gesamtkomposition. Cremig schmeckt das Stampf. Cremig, aber mit Stücken. Falls ihr jetzt Lust auf noch mehr leckere Rezepte bekommen habt, dann klickt doch auf eines dieser Videos. Kann ich euch beide empfehlen. Und diesen Button hier, den kann ich euch auch echt empfehlen, weil dann sehen wir uns nämlich jeden Donnerstag. Da gibt es nämlich ein neues Video. Einfach abonnieren, kostet nichts und es wird sehr lecker. Versprochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.